Das hier ist kein klassisches Musical-Publikum. Die Demonstration gegen eine Räumung des Koze endet vor der Roten Flora. Kurz bevor das Phantom der Oper aufgeführt werden soll. Was heute Abend passiert, kann ich nicht sagen. Also ich habe keine Ahnung, wie weit die Aufführung geht, was vorher passiert und was danach passiert. Weder Techniker noch Schauspieler haben vorher an der Roten Flora proben können. Und so müssen sich die Zuschauer eine Stunde lang gedulden, bis eine große Diskokugel hoch oben über der Bühne aufgehängt ist. Das Phantom der Oper erzählt von der Dreiecksbeziehung zwischen einer unschuldigen Sängerin, einem reichen Mäzen und dem widerspenstigen Phantom. Die Künstler haben diese Geschichte auf die Verhältnisse rund um die Flora übertragen, verbunden mit Kritik an der Popkultur. Danke, Raoul. Wir müssen hier leider gerade noch mal unterbrechen, denn das Phantom stellt neue Forderungen. Christine, würdest du auch die bitte noch mal vorlesen? Diese Musical-Aufführung ist ab sofort besetzt. Ironisch eingeleitet setzen die Sänger kurz vor dem Ende zum Klassiker des Musicals an. Wir versuchen nicht... Die Gelder für die Inszenierung kommen von der Stadt. Die Aktivisten der Roten Flora dulden die Aufführung. Und so müssen die Künstler aufpassen, dass sie nicht genau in dem Spannungsfeld zerrieben werden, das sie im Stück thematisieren. Am Ende fallen die Planen der künstlichen historischen Fassade. Doch mit dem Applaus ist es noch nicht vorbei. Die Aktivisten der Roten Flora nutzen die große Bühne. Sie kündigen an, sich öffnen zu wollen, aber im Widerstand zu bleiben. So ähnlich wie das Phantom der Oper.